Und herzlich willkommen, lieber Krebs, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 14. bis 20. Januar 2019. Wir schauen auch in dieser Woche, welche Energien vorherrschen, was du nutzen kannst, was du vielleicht vermeiden solltest. Ob das in deine Situation passt, musst du entscheiden, inwieweit dir das hilfreich ist, natürlich auch. Wenn es für dich nicht passt und wenn es dir nicht hilfreich ist, versuche es bitte auch nicht passend zu machen. Das würde dich leider nicht weiterbringen. Wenn es passt, umso besser. Wir schauen als erstes mal, welche Energien von außen da sind, also was deine Umwelt dir entgegenbringt, lieber Krebs. Was kommt von außen? Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist Intuition, ist Wissen, ist nicht unbedingt darüber reden, sondern etwas wissen und es erspüren, Empathie. Das kommt von außen. Dann haben wir, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, deinen Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was vielleicht nicht so gut ist für dich und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, wir wollen natürlich auch wissen, was die einzelnen Wochentage so zu bieten haben, also wie so die Energien an den einzelnen Tagen sind. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass das auch mal ein Tag früher, ein Tag später sein kann. Egal, wenn du in der Legung etwas findest und das dir dann begegnet im alltäglichen Leben, dann kannst du das an jedem Tag natürlich nutzen. Und wir wollen natürlich auch wissen, welche Energien du in diese Woche mit reinbringst, lieber Krebs. So, dann schauen wir mal. Deine Energie ist die Prinzessin der Münzen. Das ist Erdenergie. Das ist wie der Ritter der Münzen, der stetig, langsam an seinem Erfolg arbeitet. Also du arbeitest, du bist geerdet, du siehst die Dinge klar, bist jetzt vielleicht nicht so gefühlsbetont wie sonst eigentlich. Oder diese Erdenergie hält dich sozusagen auf dem Boden der Tatsachen. Das ist gut. Und dann gucken wir natürlich. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, dann schauen wir mal als erstes, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir die 6 der Kelche. Nostalgie. Da gibt es Dinge, an die du denkst, Vergangenheit, vielleicht Dinge, die schön waren. Du bist so ein bisschen verhaftet in Dingen, die dich an gute Zeiten erinnern. Vielleicht kannst du ein bisschen davon in die Gegenwart mitnehmen, reinholen in die Gegenwart, wenn sie sich bewährt haben. Das wäre eine gute Maßnahme. Was wünschst du dir in dieser Woche? Prinzessin der Münzen, deine Energie. Du möchtest geerdet sein und die Dinge angehen. Du möchtest dich kümmern um, ja, ich sag mal, das Weltliche, ne? Dass das alles im Fluss ist, dass es alles läuft. Hoffnung und Ängste haben wir die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe ist Feuerenergie und Feuerenergie besagt, ja, mit Leidenschaft Dinge verteidigen, für etwas stehen, sich für etwas einsetzen, engagieren, ja. So, dann haben wir was Gutes für dich in dieser Woche und da haben wir das Ass der Stäbe, auch wieder Feuerenergie. Das kann natürlich von außen kommen oder du hast vielleicht auch Feuer in deinem Horoskop. Also Feuerzeichen sind Widder, Löwe oder Schütze und vielleicht ist das sehr stark vertreten bei dir. Das ist auch Leidenschaft. Das ist auch ein Neubeginn in Sachen Leidenschaft. Vielleicht engagierst du dich ja auch hier für etwas, wofür du brennst. Was ist denn nicht gut in dieser Woche? Da haben wir die Prinzessin der Stäbe. Das ist wie der Ritter der Stäbe. Das ist eine Energie, die ist feurig natürlich, voller Enthusiasmus, schnell begeistert für eine Idee, aber eben auch genauso schnell flacht diese Begeisterung ab und hört einfach auf. Und das wäre schade, ja? So, der Ausgang in dieser Woche ist die Königin der Schwerter. Klarheit, Sachlichkeit, Luftzeichen, Luftenergie. Das ist Kommunikation,
Das ist auch klare sachliche Äußerung. Man kann Dinge ja vertreten und sachlich rüberbringen. Man ist auch lehrreich für andere. Man kann anderen von seinem Wissen teil oder an seinem Wissen teilhaben lassen. Es ist eine ja kommunikative Energie, aber eben nicht sehr gefühlvoll. Schauen wir jetzt mal, was die einzelnen Wochentage so bringen. Wir haben die 10 der Schwerter. Da geht es um eine Enttäuschung. Etwas, was du hinter dir lässt. Etwas, was du zwar noch mit dir trägst, weil vergessen wirst du das vielleicht nicht, aber du kannst es leichter tragen und damit leben. Ja? Am Dienstag haben wir die Energie der Königin der Schwerter. Das ist das, was wir oben als Ausgang haben, diese Sachlichkeit. Vielleicht geht es darum, Dinge, die wichtig sind, zu erklären, zu klären. Und da muss man halt auch relativ sachlich sein, ohne viel Gefühl oder Emotionen da reinzubringen, um das eben auch nicht zu dramatisieren. Am Mittwoch haben wir Prinz der Kelche. Da ist endlich mal Wasserenergie, Kelchenergie, Gefühl. Da kann ein liebevolles Angebot auf dich zukommen von einer Person oder du gibst ein liebevolles Angebot weiter an jemand anderen. Am Donnerstag haben wir die 5 der Stäbe. Das ist Wettbewerb. Das ist miteinander rangeln. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Das kann auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis sein, dass man sich misst. Wer kann es besser? Ne? 5 der Stäbe ist auch wieder leidenschaftlich, vielleicht auch diskutieren, Meinungsaustausch, Kommunikation auch. Freitag haben wir die Prinzessin der Stäbe. Die haben wir hier nicht so gut, weil enthusiastisch und dann schnell verpufft. Am Samstag haben wir Stärke. Du bist stark am Samstag oder an einem Wochentag, vertrittst die Dinge wahrscheinlich mit Leidenschaft, die dir wichtig sind, kämpfst dafür, stehst dafür ein, kannst das sachlich rüberbringen, kannst erklären, warum du für diese Sache brennst. Das kann beruflich wie privat sein. Am Sonntag haben wir die Energie der 6 der Kelche und das ist wieder Vergangenheit. Es kann auch sein, dass eine Person aus der Vergangenheit auf dich zukommt und ja, vielleicht freust du dich ja, jemanden wiederzusehen aus der Vergangenheit. Vielleicht ist es ein Wiederauffrischen einer alten Freundschaft, ein Wiederaufleben lassen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wir haben hier in der oberen Reihe die 6 der Kelche. Wir haben die 10 der Schwerter, die wir auch darunter haben. Das kann bedeuten, dass das eine Verletzung aus der Vergangenheit ist. Ich sag mal, jemand hat dich in der Vergangenheit verletzt. Und du stehst drüber. Du denkst daran, du vergisst es nicht. Auch den Schmerz hast du nicht vergessen. Aber du leidest jetzt nicht mehr darunter. Aber du wirst es nicht vergessen. Und du wirst vielleicht dieser Person so schnell keine neue Gelegenheit dazu geben, dich nochmal zu verletzen. Dein Wunsch ist Prinzessin der Münzen oder Prinz der Münzen. Und da haben wir die Liebenden. Die Liebenden ist eine Entscheidung in Sachen Liebe. Und die 7 der Kelche ist eine Vielfalt von Möglichkeiten. Und ich denke, dass du das sachlich angehen möchtest, wenn es um Liebe. Liebe ist ja auch nicht nur partnerschaftliche Liebe, auch in der Familie, im Freundeskreis. Ich könnte mir vorstellen, dass du da verschiedene Möglichkeiten siehst und erstmal überlegen musst, wo soll die Reise mit dieser Person vielleicht hingehen. Hoffnung und Ängste, du stehst für das ein, was dir wichtig ist. Und da haben wir den Hierophanten. Das ist Institution, das ist auch eine starke Verbindung. Du hältst an Verbindungen fest. Du bist ein Familienmensch. Und hier haben wir die 10 der Stäbe. Das bedeutet, das ist auch für dich manchmal eine große Bürde. Ja? Und du wirst dich ein bisschen von dieser Bürde lösen. Ja? Jeder Mensch ist selbstverantwortlich für das,
was er tut, welches Karma er sich auflädt oder wo die Reise hingeht. Natürlich gibt es unbeeinflussbare Dinge, aber trotzdem, du bist eigentlich immer der Fels in der Brandung für deine Familie. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass du abwägst. Ja, lohnt sich der Einsatz? Soll ich mich in die Gefahr begeben, wieder verletzt zu werden? Ich glaube, das machst du nicht. Dann haben wir gut für dich, ist die Leidenschaft, die du empfindest. Für dein Zuhause, für deine Freunde, für deine Familie. Und du achtest enorm auf Fairness, auf Gerechtigkeit. Ja? Und wenn dann jemand reinschneit und vielleicht dann auf einmal ja, alles umkrempeln möchte, dann sagst du hier mit dem Narren, suche deinen Weg, gehe deinen Weg. Ich werde dir den Weg nicht versperren, aber ich muss dir nicht folgen. Mit dem König der Kelche triffst du eine erwachsene Entscheidung in dem Bereich. Ausgang ist die Königin der Schwerter. Und da haben wir den König der Stäbe. Eine Feuerenergie, die halt auch stabil ist, die auch ihre Ziele erreicht. Und wahrscheinlich in dieser Form wirst du der Person erklären, warum du handelst, wie du handelst. Und du bist erfolgreich damit. So, jetzt schauen wir nochmal auf die einzelnen Wochentage. Welchen Hinweis haben wir für Montag? Da haben wir den Ritter der Schwerter und die Herrscherin. Das bedeutet schnelle Energie, um diesen Schmerz praktisch zu vergessen, hinter sich zu lassen. Dann haben wir die Königin der Schwerter am Dienstag. Da haben wir den Stern, auch Luftenergie und das Ass der Schwerter. Ich glaube, da wird ein klärendes Gespräch geführt über Ziele, Hoffnungen, Dinge, die erreichbar sind oder eben nicht und wie man das ja gemeinsam machen könnte. Und da kommt ein liebevolles Angebot über eine mögliche Entscheidung und wie man das erarbeiten kann, wie man zusammen klarkommen kann, ja, wenn man das möchte. Immer vorausgesetzt, man möchte das auch. Wir haben hier diesen Wettbewerb, was auch die Findung eines Kompromisses darstellen kann, mit kleinen Schritten. Das ist der Bube der Münzen und mit Gefühl, aber auch langsam und stetig sich ranpirschen an die Dinge, ob es denn funktioniert. Dann haben wir hier Prinzessin der Stäbe, diese leidenschaftliche Energie, die eben schnell begeistert ist und schnell ja, sich anderen Dingen zuwendet. Und das ist etwas, was natürlich nicht gewünscht wird. Da sagt der König der Schwerter, das brauchen wir nicht. Wenn, dann wollen wir etwas für die längere Zeit, nicht für einen Moment. Da haben wir die Stärke, das ist gewachsen aus der Erfahrung natürlich. Und wir haben die 6 der Münzen ausgewogen. Gleichheit, Fairness. Jeder bekommt das oder jeder bekommt etwas ab und jeder gibt auch etwas ab, dass es ausgewogen ist. Da haben wir die 3 der Stäbe. Auf zu neuen Dingen, auf zu neuen Ufern. Auch die Dinge, die schon ja, geplant, vorbereitet waren, dass sie Erfolg bringen sollen. Wir haben hier wieder die Vergangenheit, die Rückbesinnung auf das, was war. Wir haben die 9 der Münzen und wir haben die 6 der Schwerter. Das heißt, du bist zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Du schöpfst aus dem, was du aus der Vergangenheit erreicht hast, hergestellt hast, in irgendeiner Form zum Leben gebracht hast, schöpfst du deine Kraft, deine Sicherheit und du sorgst dafür, dass es dir gut geht, natürlich dein Leben auch, dass du in ruhigere Gewässer schipperst und zwar ohne Stress, ohne Aufregung. Und ich denke, dass du das auch deinem Gegenüber so erklären wirst, ja, warum du keine Aufregung möchtest. So, wir haben als erste Orakelkarte Synchronizität. Deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Vermehren. Ich konnte das Wort vermehren nicht lesen. So, und dazu, also es ist halt tatsächlich so, dass du Dinge wiedererkennst, ja, aus der Vergangenheit. Du weißt sozusagen, wie die Dinge weitergehen, wie, das kennst du schon.
Und deshalb kannst du das auch beurteilen, wie sich die Situation gerade mit dieser speziellen Person entwickeln wird. Das kann ein Kollege sein, das kann ein Partner sein, das kann ein Familienmitglied sein, das kann ein Freund, eine Freundin, ein Nachbar, eine Nachbarin sein, die dir halt irgendwo auch sehr nahe stehen. Wir haben hier noch die Weisheitskarten der Seele und da wollen wir mal schauen, was wir da für den Krebs in dieser Woche herausfinden können, wo die Reise hingehen soll, worauf er achten soll, und die fliegt mir sozusagen entgegen. Und wir haben die 31 in der Wüste. Okay, das klingt sehr nach Durst. So. Moment. 31 in der Wüste. Suche tief in dir nach Inspiration und Wahrheit. Jetzt ist die Zeit, um Spannkraft und Flexibilität zu beweisen. Eröffnen sich dir Lebensmöglichkeiten, die scheinbar doch zu nichts führen? Sind dir alle Ideen ausgegangen? Hast du das Gefühl, dich auf einem endlosen Marsch durch eine heiße, trockene und leblose Wüste zu befinden? Diese Karte soll dich daran erinnern, dass es schwierige Phasen und widrige Lebensumstände gibt, in denen dein Durchhaltevermögen gefordert ist. Du musst jetzt mit deinen Kräften haushalten, um, nach unablässigem Bemühen, schließlich die Oase zu erreichen, nach der du gesucht hast. Denke an die Tiere und Pflanzen, die unter den Bedingungen der Wüste zu leben verstehen. Sie haben sich angepasst und gedeihen inmitten der vermeintlich lebensfeindlichen Umwelt. Auch in der Wüste gibt es lebensnotwendiges Wasser, wenn auch weit unten im Sand verborgen. Versenke dich jetzt tief in dein Inneres und finde dort eine Wahrheit. Deine Wahrheit. Lass dich vom Göttlichen tragen, während du zur wahren Quelle der Weisheit findest. Wonach immer du dich auch erkundigen magst, du wirst in deiner gegenwärtigen Lebenslage nicht die Antwort finden, solange du dich an der Oberfläche der Dinge aufhältst und nicht bereit bist, die wirkliche Arbeit auf dich zu nehmen, die dich tief in dein Inneres führt. Diese Zeit mag dir äußerlich betrachtet vielleicht sehr unproduktiv vorkommen, aber der Schein kann trügen. Der Ort, an dem du dich jetzt befindest, ist für dich von größter Bedeutung, weil du an ihm entdecken kannst, was wirklich für dich das Richtige ist. Ja, du hast dich ja schon in der Vergangenheit sozusagen ausprobiert und du hast viele Erfahrungen gesammelt und jetzt ist der Zeitpunkt, sie zu nutzen und dich auch, ich sag mal, zu präsentieren, wie du jetzt bist. Das heißt, du musst deine Entscheidung nicht in Frage stellen, du musst sie vielleicht erklären. Das machst du ja auch gerne, aber du musst sie nicht zurücknehmen. Das heißt, du sollst zu dem stehen, was für dich ganz persönlich wichtig ist, nicht für andere. Und dadurch wirst du auch mehr Respekt und Zuneigung erwarten können, weil du eben, ja, gelernt hast. Du hast Lektionen gelernt, du bist auf dem Weg dahin, Dinge zu erarbeiten, du bist kompromissbereit und du hast es verdient, dass es etwas ruhiger zugeht. Das klingt sehr schön. Ich hoffe, du kannst das auch in dieser Woche schön umsetzen. Und wenn ich hier so sehe, deine Umwelt hat ja auch Empathie und kann das erspüren. Und du bist halt erdgebunden und siehst die Dinge realistisch. Sehr gut. Ja. Wenn ich dir hilfreich sein konnte, würde ich mich freuen über ein Däumchen hoch und natürlich über deine Kommentare, wie du damit klarkommst oder wie dir das geholfen hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute und eine erfolgreiche Woche. Bis bald. Tschüss.